Hallo, ich bin der GameMob und herzlich willkommen zu Let's Play Final Fantasy 8 Teil 75. Und wir sind noch hier am Eingang des Artemisia-Schlosses und machen uns wieder auf den Weg. So. Ich bin jetzt mal gespannt, ob man tatsächlich so viele Zufallskämpfe kriegt, weil ich glaube, wenn man hier rumläuft, kriegt man noch keine. Denn wir möchten uns jetzt natürlich um den nächsten Gegner kümmern. Dafür müssen wir hier auf die andere Seite. Ja. Das ist nämlich ein Schalter, da muss man auch erstmal drauf kommen. Denn man muss da unten ein Team positionieren, das den Schalter runterdrückt, damit das andere Team oben entlang gehen kann. Und ich weiß es wirklich, das will ich da jetzt ein bisschen durchrennen, aber ich möchte jetzt irgendwie doch mal das Spiel zu Ende bringen. Ah, genau, jetzt kommen wir nämlich durch und... Mal was gucken. Das sieht irgendwie nicht sehr bedrohlich aus. Was denn jetzt? Ich muss nur kurz meine Capture. Gott. Muss ich nur kurz die Aufnahme überprüfen, ob die nämlich läuft, weil ich habe keine Lust, das nochmal zu machen. Das kennen wir alle schon. Buße dem, der es wagt, das Siegel zu brechen. Greift mich an, nach wirklich. Ich mache euch alle fertig. Okay, das klingt schon mal besser. Ja, ich glaube, der ist gegen Eis relativ immun. Deswegen nehme ich natürlich jetzt irgendwas anderes. Ich hab gedacht, er ist gegen Wind auch immun, aber anscheinend ist Kaktor unschlagbar. Das Land des aufgehenden Kaktus. Lustig ist auch die Nationalhymne von, ich glaube, Galbadia hieß ja auch Kaktus Jack. Zumindest auf dem Soundtrack.
Yay, ich hab's geschafft. Alle sind tot, aber yay, ich hab's geschafft. Sieht sehr interessant aus mit den Hintergründen. Manchmal ist es ein bisschen komisch, den Punkt zu finden, wo dann das Bild umschaltet. Ja, ich weiß, die Position von den Leuten wird dann wieder zurück, aber wir brauchen die da nicht. Deswegen ist das auch nicht so das Problem. Bin ich denn eigentlich? Okay, hier drüben ist der rote Punkt, den ich eigentlich erreichen wollen würde. Stimmt, das obere Tor geht ja woanders hin. Ich muss mal schauen, wo das untere Tor hinläuft. Das nervt mich nicht, ich will doch einfach nur darüber springen. Ach, hier muss ich hin. Stimmt, ich glaube, hier komme ich hier raus, genau. Wenn ich mich erinnern könnte, wo hier war. Komme ich hier nach Tilling City? Das ist nicht ungünstig. Weiß nicht, ob ich da hin kann. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal kurz speichern. Ich möchte mich mal neu ausrüsten, was vielleicht gar nicht so unpraktisch ist, wenn man schon mal so viel Geld dabei hat. Ach, man kann hier gar nicht rein. Ah, wahrscheinlich, weil man quasi in dieser Zeitgedöns-Dingens drin ist. Macht hier irgendwie Sinn.
wollte eigentlich noch was anderes machen, aber das, ja. Egal, dann kümmere ich mich dann erstmal um das Kellerkind da. Ich habe auf falschen Knopf gedrückt, deswegen sieht die nach rechts gelaufen, was dafür gesorgt hat, dass natürlich mal wieder rausgeschmissen wird. Ich hab gedacht, da könnte irgendwas. Ja, da ist eine Tür zur Seite. Da muss ich mal nachher schauen, wo die hinführt. Buße dem, der es wagt, das Segel zu brechen. Das könnte jetzt, glaube ich, ein bisschen komplizierter werden. Gott, der haut so rein. Shit, ich weiß, wer verflucht wird. Ist alles? Achso. Thank you.
Das war alles. Das heißt, es sind nur noch zwei übrig, was gar nicht so viel ist. Die Störung ist manchmal schon sehr abgehakt. Was ist jetzt eigentlich doch wieder? Ach, ich bin hier. Okay, ich verstehe. Ah, hier ist ein Speicherpunkt. Praktisch, den werde ich doch nutzen. Brauche ich nicht den ganzen Weg zurücklaufen. Ah, hier beschreibt sich. Finde ich das Ganze witzig hier. Jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich das jetzt. Ja, genau, so komme ich hin. Ich habe mich schon gewundert, wie ich in diesen einen Raum komme. Ist auf der anderen Seite auch noch ein Durchgang. Übersehen haben? Nein. Ah, wenn ich hier schon mal bin, ich glaube, da oben war ein Blaupunkt. Das heißt, es geht doch wohl aufs Ende zu. Na gut, ich weiß, dass ziemlich zum Ende zugeht. Was ist melden? Ich kriege immer noch Geld, obwohl ich außerhalb von Raum und Zeit unterwegs bin. Finde ich eigentlich interessant. Wie ist es dann? Hat erst ein Smartphone-Montage, bing, 500 Geld oder Geld ihrem Konto hinzugefügt oder sowas. Das war, obwohl ich glaube, da geht's zu dem Baum hin. Könnte mich aber auch irren. Ja, genau, jetzt bin ich hier in den Raum.
Ist es eine Leiche, die da hockt, oder eine Statue? Ah, okay, ich kann doch angreifen. Gut, da die vom Level ungefähr groß genug sind, dass sie weglaufen können. Ich bin zu faul, um zu koppeln. Jetzt kann ich hier erstmal eher rumlaufen und speichern und dann. Ich weiß auch nicht, ob das erst später kommt. Wenn ja, ist das ja auch kein Problem. Ach komm jetzt, oder? Das muss ich jetzt nicht ganz verstehen, oder? Wenn ich da jetzt was falsch gemacht habe, dann würde ich tatsächlich den Spielstand neu laden, da muss ich die ganze Zeit rumlaufen.
Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Leute, Sie fragen, was ich jetzt mache. Ich hatte das eine schon so schön bereitgelegt, das eine Rätsel. Aber ich hätte zum Beispiel was anderes machen wollen, tun. Jetzt stelle ich den Spielstand wieder her. Dann muss ich nicht mit der einen Gruppe den ganzen Weg wieder zurücklaufen, um dann quasi wieder, ja, dahin zu kommen, was tatsächlich doch ein bisschen schneller geht. Jetzt haben wir E2840. Egal, ich mache einen längeren Part. Wird es halt ein Triple Feature oder so ähnlich. Leute sagen, hä? Es ist so, in dem Moment, wo ich mich mit dem einen Team auf den Aufzug stelle, fährt er nach unten. Das möchte ich aber jetzt nicht. Den wechseln. Deswegen positioniere ich die da und gebe den anderen dann quasi in die Schatzkammer, um da das zu machen. Ist ein bisschen umständlich, aber einfacher wie so. Aber hier erstmal drauf zu kommen, dass man hier rein muss, ist schon ein bisschen rumprobieren. Es ist nicht ersichtlich genug, dass da eine Tür ist für meinen Geschmack. Okay, man muss hier herausfinden, welche Särge man, glaube ich. Ja, genau. Es gibt eine Reihenfolge, mit der man diese Särge, ja, öffnen muss. Ah, ich verstehe schon. Ja, aber das passt ja nicht. Ach, ich verstehe. Hey, ich habe schon mal alle zugemacht, aber ich glaube, ich muss alle vier Särge öffnen. Ach, wie niedlich. Buße dem und so weiter. Ich weiß nicht, was du bist, aber naja, egal. Ah, gut, dass es sich vorstellt. Ich bin Katplepus. Ich herrsche über das Donnerelement. Okay, das heißt, ich brauche nicht mit Blitzen angreifen.
Fuck, nein, das ist was falsch. Hey, egal.
Okay, dann fehlt ja nur noch einer. Ich habe irgendwo so viel Vitra gezogen. Achso, stimmt, genau. Ich habe auch das bräuchigste Kopplung. Das ist ein leichtes Problem, die Wegfindung. Ja, immer diese kleinen Backstabber. Aber an dieser Stelle bin ich dem Paar, der ein bisschen länger geworden ist. Ich hoffe, es hat gefallen und wenn ja, dann bitte das nächste Mal wieder einschalten. Bis dann.